Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part. Wir werden jetzt das Schloss unsicher machen. Es startet wieder eine neue Aufnahmereihe. Ich werde jetzt ein bisschen was hintereinander aufnehmen. Ich weiß noch nicht wie lange, aber das werdet ihr wohl noch merken. Und ich habe auch eine Neuigkeit, so eine kleine. Und zwar werde ich... Ach, guck mal. Er gibt uns die Gegner und dann können wir kleiner. Dann können wir den kleiner machen. Ja, dann spuck doch. Spuck den Gegner aus. Genau. Komm, mach mir ein paar. Genau, das ist gut. Dann kann ich direkt hintereinander. Ja, ich habe so ein paar... Jetzt nicht so ein paar Neuigkeiten, sondern einen neuen Plan. Und zwar werde ich meine Parts kürzer machen. Ich werde sagen, maximal 20 Minuten. Okay, mehr geht nicht. Aber weiter zurück geht nicht. Kann ich dich kaputt machen? Nee. Scheiße. Boah. Hatte jetzt aber Schiss. Ach, dich kenne ich doch auch. Ach, dich kann ich gar nicht verschlucken, richtig. Jetzt werde ich mal ein bisschen nicht aufs Spiel eingehen, sondern einfach mal jetzt zu Ende reden. Weil das nervt euch sicherlich genauso wie mich, dass ich immer mich unterbreche hier. Und zwar werde ich meine Parts ein bisschen kürzer machen. Ich werde die maximal auf 20 Minuten machen. Weil ich habe im Moment, ich habe ja das Problem gehabt, dass ich manchmal nicht so richtig auf die Uhr geguckt habe. Sondern dann einfach 40 Minuten manchmal gemacht habe. Weil ich mir gedacht habe, das ist egal, weil ich persönlich finde das nicht schlimm. Dann gucke ich halt mal, ja, so ein bisschen, ja, gestückelt. So, wo geht's jetzt weiter? Hier geht's weiter. Dann gucke ich halt mal gestückelt. Zum Beispiel, wenn jetzt ein paar 30 Minuten geht. Wow. Dass ich mir einfach dann sage, gut, dann gucke ich so weit, wie ich komme. Und dann beim nächsten Mal gucke ich weiter. Aber anscheinend schreckt das so ein bisschen ab. Habe ich mir auch sagen lassen. Ich habe es auch schon fast vermutet, aber mir jetzt nicht richtig wahrhaben wollen. Ja, ja, ist doch klar. Ah, ja, zurückholen. Und deswegen werde ich das machen. Also ich werde einfach versuchen, immer um 20 Minuten rumzukommen. Wenn es dann mal 30 Minuten sind, dann ist das aber auch nicht schlimm. Das ist besser als eigentlich 30 und dann statt 30 40 zu machen. Und ja. Deswegen habe ich beschlossen, die Parts kürzer zu machen. Und zwar auf 20 Minuten. Zu kürzen. Aber 20 sollten es schon sein. Wenn es dann mal 25 oder wie gesagt mehr werden, da habe ich dann auch nichts gegen. Und damit es gleichzeitig nicht wieder so passieren kann. Jetzt aber. Will nicht. Was sagst du mir denn? Auch nicht schlecht. Ach, jetzt weiß ich wie. Oder auch nicht. Aha. Ja, und deswegen werde ich die einfach mal kürzen und ich werde auch ein bisschen anders aufnehmen. Ich werde jetzt einfach dann an einem Stück aufnehmen und einfach immer nur kurz, also das ist jetzt meine geheime, also nicht meine geheime, sondern meine eigene Technik. Aber ich denke mir, ich erzähle es einfach mal. Hat man was zum Erzählen, ist ja auch mal interessant vielleicht zu wissen, wie man das so macht. Und da werde ich dann einfach in einem Stück aufnehmen. Sonst habe ich das immer gemacht, dass ich geguckt habe, wenn die Uhr vor... Wenn, nein. Nein. Oh, das war doch so klar. Scheiße.
Oh, oh, oh. Nein! Mann! Erstmal einen Schluck trinken hier. Nochmal von vorne das Ganze. Weil ich mich so dumm angestellt habe. Und ich habe dann einfach immer aufgenommen, Pause gemacht, ganz kurz abgespeichert. Und schon vielleicht zusammengeschnippelt so ein bisschen, und das hat halt alles auch noch Zeit gekostet. Jetzt mache ich das einfach, dass ich wirklich an einem Stück aufnehme, kurz stehen bleibe, die Aufnahme einfach weiterlaufen lasse, dass ich das dann zurecht schneide. Geht das überhaupt? Moment, muss ich dann schneiden und dann... Ja klar geht das, kein Problem. Ich bin auch so ein bisschen am rumprobieren. Vielleicht ist das auch ein bisschen aufwendiger als das andere, aber... Das werde ich dann merken. Gucken wir mal. Ja. Und ich habe ja auch gemerkt, jetzt gerade bei Yoshi's Island, dass 30 Minuten Parts schon ziemlich viel waren, dass wir dann zwei Levels geschafft haben und das dritte nur zur Hälfte oder so. Und ich denke mal jetzt in diesen 20 Minuten Part, ich denke mal immer ein, maximal zwei Levels, ist glaube ich ganz in Ordnung. So, jetzt ein bisschen mehr Konzentration hier. Eier einsammeln, sehr gut. Und dann schießen wir jetzt da die Münzen, holen wir uns. Ach, ich hole mir wieder Eier. Die, die ich verschossen habe, direkt wieder zurückholen. Jawohl, das kennen wir jetzt schon. Nur weil wir es kennen, heißt es nicht, dass wir es alles jetzt sofort hinkriegen. Ja, und demnächst startet schon, wie gesagt, ein Let's Play Together. Was für ein Spiel und mit wem, verrate ich noch nicht. Aber ihr dürft sehr gespannt sein. Das wird klasse werden. Also ich meine, man kann natürlich noch nichts sagen. Kann natürlich auch sein, dass man das nicht so gut hinkriegt oder wie auch immer. Muss erstmal die Zeit zeigen. Mann. Aber das werden wir sehen. Ich kündige jetzt einfach mal hiermit an. Gucken wir mal, wie es so wird. Aber ich bin da sehr zuversichtlich. Wir haben da beide sehr viel Lust drauf. Nein, den will ich doch gar nicht. Beziehungsweise doch, das ist eine gute Idee. Wieso geht das jetzt nicht mehr? Ich bin zu dumm. Ricky ist zu dumm. Die dumm. Das klappt jetzt nicht, weil ich einfach, weiß ich nicht, vergessen. Nee, so erst recht nicht. Weißt du was? Dann mache ich das jetzt so. Das geht nur, wenn es an der Wand knallt. So will er auch nicht. Mann, ich will das jetzt schaffen. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue, dann will ich das schaffen. Hey, Alter, will ich schaffen, ey. Ist doch voll krass, Alter, geil. Jetzt aber, Blume, komm her. Ich muss ja sagen, das habe ich mir vom anderen YouTuber abgeguckt. Ah. Was heißt abgeguckt? Ich fand das ziemlich cool. Er sagte dann nämlich und sprach in nicht in Akzenten, sondern in... mit so wie gerade, mit so Gabba-Style. Und so, ey, voll geil, ey. Das fand ich ziemlich lustig. Und er hat auch gesagt, das kommt ziemlich gut an. Bei den Zuschauern. Und ich finde es ja dämlich und deswegen mache ich es auch nicht mehr. Aber ich wollte doch einfach mal ganz kurz... Ja... Kann man die eigentlich auch hier abballern oder bin ich nur zu...
Nee, kann man nicht wirklich. Wow. Okay, da oben. Das ist gut. Oh. Ich muss dich dreimal treffen, bis du weg bist. Ja, ein paar Eier sind auch gut. Damit ich dich nämlich abschießen kann. Finde ich sehr gut. Sternchen. Sterne. Oh, da kommen wieder welche. Ich versuche ja immer... nicht zu sehr, ja, mir eine Falle zu bauen, dass ich dann... Oh, gar keine. Nur eine Blume. Dass ich dann irgendwie, eine Einbahnstraße mir baue. Da habe ich immer Schiss vor. Deswegen gehe ich immer ganz vorsichtig vor. Okay, du wirst immer kleiner, das ist gut. Gib mir jetzt Eier. Gib mir Eier! Eier, wir brauchen Eier. Her damit, noch ein. Noch ein. Noch ein, ja. Und das war's. Noch kleiner, noch kleiner, noch kleiner. Und ich habe keinen mehr. Und vorbei. Ja, jetzt muss ich wieder zurück. Warten. Ja, komm, gib mir. Mach mich voll. Mach meine Eier voll. Aber wisst ihr was? Ich finde, das sieht eher aus wie so ein, ja, wie so eine Kanalisation. Nicht wie ein, Schloss. Aber naja, gut. Oder wie so eine Burg. Ach komm. Wenden wir mal unseren gelernten Trick an. Für irgendwas muss es ja gut sein, dass man was lernt, ne? Oh, das war aber jetzt... Ach, dann dreimal noch treffen. Komm. Okay, wenn er zuckt, dann muss er erstmal nachladen. Okay, und tschüss. Oh ne, hoch. Dann sammeln wir uns die Blume ein. Das finde ich gut. Oh, wir haben alle Blumen. Sehr gut. Ein Stern, drei Münzen. Drei, Münzen. Und hier kriegen wir Sterne, ja. Wie viele Eier habe ich? Ja. Ja, ich wollte gerade sagen, ich darf mich nicht zu dumm anstellen. Aber wir kriegen das Eier wieder. Ja, ist es denn wahr? Geht doch. Ja, damit. Wir fressen Münzen und auch Sterne. Und wir fressen Gegner, wir fressen alles. Der viel fraß, Yoshi. Oh, da ist schon das... Das Tor, das Tür. Wo waren denn... Ach, ich habe keinen Bock, das zu sammeln. Aber wir haben noch Zeit. Wir haben noch Zeit in diesem Part, wenn da jetzt der Boss kommt. Da, 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 da. Dann suchen wir doch mal... Ja. Vielleicht habe ich ja Glück und ich kriege die hier noch. Wie viel sind es? Drei Münzen. Mia, da guckt. Ich werde kleiner. Ah, wahrscheinlich hier unten, oder? Ja, guck mal an, da waren wir noch nicht. Guck mal an, da waren wir noch nicht. Ah, schön aufpassen. Oh, oh, oh. Schön alle fressen, dass wir Eier haben zum Schießen. Ja, schnell. So geht's auch. Und rüber. Das alles für drei Münzen? Boah. Alter Schwede, ist das herbe. Nein! Boah. War das knapp oder war es knapp, Freunde? Jetzt aber...
Yay! Oh, ich habe nur einen. Ach, das reicht auch. Ach, brauche ich nicht. Lada, wir haben alles. Und jetzt kann der Boss kommen. Der Part passt ja perfekt. 20 Minuten rum gleich. Ja, also ich habe hier 15 Minuten stehen. Ich hoffe, das ist auch einigermaßen genau. Mal gucken, 15 Minuten und 30 Sekunden. Weil ich ja auch viel zusammenschneide, dann kann das immer mal passieren, dass man da so ein bisschen Abweichung hat. Aber das macht ja nichts. Ach komm, wir sammeln noch ein paar Eier ein. Kann sein, dass man da Abweichung hat, aber das macht ja nichts. Ich kriege das immer nicht so genau hin. Aber man übt ja noch, ne? So, zurück. Beziehungsweise wir sind ja gerade zurückgegangen, also jetzt wieder weiter. Aber in die andere Richtung zurück. Ach, er gibt uns auch noch. Ja, gut, komm, dann machen wir so. Dann gib Eier her. Also Gegner, die wir dann zu Eiern machen. Und fertig. Jetzt können wir hier schön zum Boss-Fight ansetzen. Und dann haben wir genau ein Level in diesem Part. Das ist auch mal cool. Dann werde ich einfach schnippeln, wenn das, Level geschafft ist. Und in die rote Tür. Jetzt haben wir wieder einen Weg zum Gegner. Ja. Immer wenn wir die Welt abschließen, haben wir einen Weg zum Gegner. Okay, hier eine Kanalisation. Die Musik ist auch so episch, ne? Boah. Bam, bam. Och, so eine kleine Blume. Macht doch nichts. Ist doch kein Thema. Was ist los, du hässlicher Wichtigtuer? Hast du immer noch nicht genug? Hat Audrey nicht schon einen süßen Bauchnabel? Ups, da ist mir wohl was rausgerutscht. Ja, mit dem Bauchnabel, was hat das auf sich? Wir werden es gleich sehen. Was passiert mit der Blume? Badada, die Blume wächst. Oh mein Gott. Das ist so ein episch geiler Gegner, ne? Also ich finde den, ist mein Favorit irgendwo. Ich kann mich immer noch nicht bewegen. Jetzt kann ich. Oh oh, was macht er? Nicht! Mach doch nicht sowas. Okay. Wahrscheinlich so, wa? Aha. War richtig. Cool. Achso, der ist jetzt noch unverwundbar. Wow. Wir dürfen kein Ding ins Mund verlieren. Und er setzt im Konter an. Wow. Jetzt wieder. Oh. Dreimal nur? Wie, das war's schon? Das war's schon. Das war ein Pipi-Fight. Sieht voll episch aus und ist so ein kleiner Mini-Winnie. Krass. Erinnert euch noch an die bunten Blumen gerade, die geschossen haben? Die mussten wir auch nur dreimal treffen. Und das war ein Bosskampf. Also fünfmal mindestens treffen. Wäre aber Pflicht gewesen. Naja, gut. Wollen wir mal nicht meckern, dass es so einfach ist. Freuen wir uns lieber, dass wir 100 Punkte haben. Yay! Und wir haben 19 Minuten auf meiner Uhr. Mal gucken, was so hinter im Part rauskommt. Yay! 100 Punkte in dem Level wenigstens. Welt 4 kann kommen. Ach ja, erstmal müssen wir hier wieder das Schloss vernichten. Ach, guck mal, wie schön das da auch im Wasser ist. Passt natürlich voll. Cool. Ist immer so ein bisschen passend gemacht. Finde ich gut. Und bäff, weg ist es. Geil. Schon drei Welten geschafft, Freunde. So, ab in Welt 4. Aber erst im nächsten Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.